Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin hier in der Sennelandschaft in Hövelhof und habe einen wunderschönen Tag gefunden, um ein tolles Thema zu besprechen, welches mir ein Schüler angetragen hat, welches ich doch mal betrachten sollte. Und es geht um das große Thema Schicksal. Was ist Schicksal? Wie funktioniert Schicksal und wozu ist es da? Also, Schicksal ist etwas, wo wir als Menschen keinen Einfluss drauf haben. Und das Schicksal hilft uns, unser Leben zu finden. Dafür ist es da. Also das heißt, einfach um unser Leben gestalten zu können, unser Leben erleben zu können und auch in die Richtung, in die wir uns irgendwann mal, ich sag mal ganz einfach programmiert haben, gehen zu können. Dabei unterstützt uns das Schicksal. Und das Schicksal ist niemals böse, ist niemals ärgerlich, niemals gegen uns, sondern immer für und mit uns. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung oder wichtiges Erkenntnis, die man haben muss, weil es gibt oftmals Schicksalsschläge durch Unfälle, durch Familiensituationen, durch Geburt, durch viele, viele Ereignisse, die im Leben stattfinden. Und Schicksal hilft uns dabei, unser Leben zu erfüllen, das möchte ich nochmal sagen. Was ist denn eigentlich Schicksal? Oder wodurch wirkt das Schicksal? Da gibt es tausende von Namen für. Ich glaube, da hat jeder Mensch einen eigenen Namen. Und kulturell gibt es auch verschiedene Namen. In der Astrologie, also habe ich es für mich gelernt, sind es die Parzen. Die Parzen sind ich nenne es mal ganz einfach, die Wächter des Schicksals. Die da über uns wachen und die wirken durch unsere Welt, durch uns und durch alles, was uns umgibt, da ist das Schicksal, wirkt dadurch. Ohne Zweifel, und das hat auch jeder schon in einer Form erlebt. Nun möchte ich kurz erzählen, wie ich das erlebt habe. Und zwar, ich habe es mehrfach erlebt. Einmal ein ganz einschneidendes Ereignis war, ich fuhr mit einem tollen, schicken Auto über eine Landstraße und alles war in Ordnung, alles war gut. Und auf Male, was passierte? Die ganze Elektronik fiel aus, alles fiel aus an dem Auto, nichts funktionierte mehr und ich konnte mit Mühe und Not das Fahrzeug noch rechts an den Seitenstreifen fahren. Und als ich wach wurde, also ich war in Ohnmacht gefallen, war ich schweißgebadet und saß in dem Auto und hatte eine wichtige Information bekommen. Ach, die fliegen hier, wunderbar. Ich sitze, wie gesagt, hier in der Heide, wunderschön. Und bekam die Information ganz deutlich, die war ganz deutlich da, mach dich nicht abhängig von deinem Beruf, mach dich nicht abhängig von Menschen, mach dein eigenes Ding und geh deinen eigenen Weg und erforsche dich und die Umwelt. Das war sozusagen das war eine ganz klare Information. Dann das zweite Ereignis, was ich erlebt habe, war, ich baute ein Haus und habe es mit meinen eigenen Händen gebaut und stand auf einem Gerüst und wie gesagt, war da am Arbeiten. Hatte alle Werkzeuge, die ich bräuchte, Nägel und so weiter, gesichert, so damit da nichts runterfallen konnte. Es war auf anderthalb Geschosswerke ungefähr. Und dann war ich dort am Arbeiten. Und auf Male fiel das ganze Werkzeug mit einem Rutsch runter. Ich war am Schimpfen, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich denke, was soll das denn werden? Und dann schaue ich runter an mir und ich war wirklich ein Fuß breit an der Grenze des Absturzes von dem Gerüst. Also es war für mich ganz klar, da hat das Schicksal eingegriffen und hat mich unterstützt und hat mir sozusagen das Leben gerettet. Da bin ich heute noch dankbar für, aber das sind solche Ereignisse, die vergisst man nicht. Solche Ereignisse habe ich öfter gehabt und vielleicht habt ihr das auch mal gehabt, könnt ihr ja vielleicht mal in den Kommentaren posten oder mir schreiben oder was auch immer, damit man sich da mal mit beschäftigen kann. So, also ich habe mehrfach solche Ereignisse gehabt und seitdem achte ich und höre ich darauf, was um mich herum geht. Also es ist eine Bewusstseinsebene, die da stattfindet. So, was kann ich damit tun? Wie gesagt, es hilft uns auf unserem Weg,
auf unserem Weg unser Leben zu führen, unser Schicksal zu führen. Und das ist Sinn und Zweck des Schicksals, wenn es eingreift. Wenn es denn eingreifen muss, das tut es nur, wenn es wirklich notwendig ist. Also man sozusagen selbst in Gefahr ist. Die Seele, Körper, Geist, alles in Gefahr ist. Ja. Astrologisch gesehen kann man, also das habe ich in den Jahren dann auch gelernt, weil Schicksalshoroskop, Schicksalsastrologie ist über die Mondknoten. Mondknoten ist ein bestimmter Bereich im Horoskop. Das ist ein, man nennt es auch den Drachenkopf aus dem Chinesischen heraus. Also es ist auf der ganzen Welt verteilt oder bekannt, dieser Mondknoten. Und den kann man errechnen, wann zeigt sich dieser Mondknoten zur Zeit oder was steht im Schicksal gerade an. Damit ist der Astrologe eine Schicksalsgehilfe, mehr ist er nicht. Also mehr kann er auch gar nicht sein und mehr kann er sich auch gar nicht anmaßen, da irgendetwas zu schreiben oder zu sagen, was da abwegig ist, sondern er kann einfach nur unterstützend wirken, wenn der Mondknoten zum Beispiel in einem bestimmten Zeichen steht, ich sage meine Waage, geht es um Beziehungsleben, welches einen angeregt wird. Also wie gesagt, wir haben 12 Zeichen, die möchte ich jetzt hier nicht durchgehen. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Also wie gesagt, was ich sagen möchte ist, dass wir niemals Angst vor dem Schicksal haben sollen, sondern wir sollen es annehmen, unser Schicksal annehmen, damit es eigentlich erstmal gar nicht eingreifen sollte. Das können wir machen durch Selbsterkenntnis. Da unterstützt uns das Schicksal in allen Wegen, also ohne irgendwelche großen Einschläge und ohne große Komplikationen, sondern dann läuft es easy going ab. Also easy going im Sinne von leicht durchs Leben. Also dafür hilft uns das Schicksal auch dabei. Natürlich haben wir unsere Herausforderungen, das ist klar. Und unser geistiges Wesen, unser Geist will erfüllt sein. Dafür ist auch das Schicksal da, uns dabei unterstützen und zu sagen, hallo, uns gibt es auch noch. Und dieses einfach zu akzeptieren, ist ein riesengroßer Schritt. Und vielleicht habe ich eine kleine Anregung gemacht zum Schicksal hin und möchte euch bitten, einfach euch mal mit eurem eigenen Schicksal zu beschäftigen. Was passiert in mir? Was passiert außer mir? Was ist überhaupt in meinem Leben wichtig? Was möchte ich auch? Was ist mein Schicksalsweg? Und das sind Schicksalsfragen, die sich jeder Mensch einmal stellt. Und eventuell kann ich euch als Astrologe Antwort bieten oder was auch immer. Also wie gesagt, ich bin nur ein Schicksalsgehilfe in dem Fall und möchte mir da auch nicht viel anmaßen. Und ja, also ich wünsche euch eine gute Zeit, eine gute, tolle Lebenszeit hier. Seid glücklich, seid zufrieden, wachst, gedeiht und wie soll ich das sagen? Seid glücklich und zufrieden, da möchte ich mit schließen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und liked und auch Kommentare schreibt. Also das soll hier keine Einbahnstraße sein, sondern ist für uns alle da. Vielen Dank.